Reitschuster.de. Impfschäden, das große Tabuthema. Und ich habe heute jemanden interviewt, der ganz hautnah damit zu tun hat. Ich würde sagen, er ist ein juristischer Pionier bei der juristischen Aufarbeitung für Impfschäden. Er vertritt zahlreiche Menschen mit schweren Impfschäden juristisch, setzt deren Rechte durch gegenüber AstraZeneca und BioNTech. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gespräch hat mich zutiefst erschüttert, weil Herr Cesar Breller, Rechtsanwalt in Wiesbaden, mir erzählt hat, wie der Staat mit diesen Menschen umgeht. Er sagt, die Versorgungsämter lehnen fast alle Anträge ab. Und selbst wenn im Promillebereich mal ein Antrag durchgeht, dann sind das Beträge, die einen unter das Sozialhilfeniveau pressen, sind Menschen, die teilweise mitten im Leben standen, ganz normal gearbeitet haben, das heute nicht mehr können. Und ich bin wirklich erschüttert nach diesem Gespräch, weil der Staat hat ja sehr massiv für diese Impfung geworben. Herr Lauterbach hat gesagt, die ist nebenwirkungsfrei. Mediziner sagen, das darf man nie sagen als Arzt, nichts ist nebenwirkungsfrei. Und dass sich der Staat dann hier so aus der Verantwortung stiehlt, ist unglaublich. Herr Cesar Breller klagt jetzt auch, es sind schon gewisse, diverse Verfahren anhängig. Er erzählt auch, dass die Firmen unterschiedlich damit umgehen. Ein unglaublich interessantes Interview. Aber leider sind auch, oder Gott sei Dank, sind auch wieder solche Details dabei, bei denen man leider auf YouTube damit rechnen muss, dass es zensiert wird, dass der Kanal gesperrt wird. Deswegen weichen wir wieder aus ins freie Internet. Unten der Link auf das Interview, das ich extrem empfehle. Und jetzt rede ich die ganze Zeit, aber im Interview redet der Herr Cesar Breller vielmehr. Das verspreche ich, da halte ich mich zurück. Auch jetzt gebe ich Herrn Cesar Breller hier nochmal kurz das Wort, dass er die Quintessenz zusammenfasst und vielleicht so, dass wir deswegen nicht zensiert werden können. Herr Cesar Breller, leider leben wir in solchen Zeiten. Bitte. Ja, es geht um schwere Impfschäden, die meine Mandanten eben besorgen. Das sind eben Sinusvenenthrombosen, es sind Fatigue-Syndrome oder Herzerkrankungen. Also alles wirklich Sachen, die einen aus dem Leben reißen, vorher gesund, vorerkrankungsfrei und dann so etwas. Meine Mandanten sind keine Impfgegner, sondern sie haben sich ja impfen lassen und sind jetzt sehr enttäuscht darüber, dass der Staat sie alleine lässt bei finanziellen Entschädigungen, dass sie eben auch erleben müssen, dass die Krankenkassen ihre Behandlungskosten nicht alle übernehmen. Wir gehen den Weg Richtung Impfstoffhersteller und versuchen dort zunächst außerliche Einigungen für Schmerzensgeld und Schadenersatz zu bekommen. Und wenn das nicht funktioniert, klagen wir auch, wobei unser Schwerpunkt derzeit deutlich noch auf außerordentlichen Einigungen zielt, wobei bei AstraZeneca das sehr schwierig ist und dort wird es eher Richtung Klagen gehen. Vielleicht auch deswegen, weil AstraZeneca derzeit nicht mehr am deutschen Markt mit Impfstoffen auftritt und vielleicht dann nicht mehr so viel Rücksicht nehmen muss. Trotzdem, es sind ganz schwerwiegende Schäden, die hier die Menschen erlitten haben. Und wenn jemand noch dabei ist, der noch nicht den Weg gefunden hat, sich hier zur Wehr zu setzen, laden wir herzlich ein, eben zu einem kostenfreien Orientierungsgespräch, um einmal über die Sache zu sprechen. Und Sie sagten, es geht ja teilweise um sehr hohe Beträge, also da, wo Menschen dann jahrzehntelang ihrer Erwerbsmöglichkeit sozusagen beraubt wurden, da kann das durchaus in Millionenbeträge gehen. Ja, wir fordern in einigen Fällen auch einen Millionenbetrag, das ist richtig. Normal liegen die Entschädigungssummen so zwischen 80.000 und 120.000 Euro. Leider in Deutschland werden nicht astronomische Summen aufgerufen. Da ist man eher bescheiden, wenn es darum geht, einen Wertersatz in Geld für Gesundheitsschäden zu bekommen. Aber wir bemühen uns natürlich immer, so viel wie möglich rauszuschlagen. Ist doch völlig klar. Und was Sie noch erzählten, was mich auch sehr bewegt haben, Sie sagten, die Enttäuschung dieser Menschen, die sich ja darauf verlassen haben, die gesagt haben, wir machen das, weil es der Staat empfiehlt und es wird schon eine gute Sache sein. Und wie fühlen die sich jetzt, wenn sie sehen, dass der Staat dann eben sie alleine lässt? Ja, das ist für Sie eine große Bedrückung. Hätten Sie alle nie mit gerechnet, muss man ganz klar sagen. Bittere Enttäuschung Richtung staatliche Versorgungsämter und auch Richtung Krankenkassen, dass man hier völlig allein im Regen steht. Und natürlich das Ganze, die Probleme, die dann auch finanziell noch dazukommen, die belasten natürlich eine Genesung unglaublich. Ja, es ist ein Schmerz, ein tiefer Schmerz, der noch dazukommt.
Und wenn da und dort wenigstens auch mal eine Entschuldigung kommen würde, ja, wenn man auch mal die Dinge anerkennen würde, dass die Menschen leiden, da wäre auch schon sehr viel gewonnen. Und Sie sagten, der Staat wäre gefordert, weil die aktuellen Vorschriften und Gesetze und auch die Verwaltungspraxis sehr zu Ungunsten dieser Menschen gehen. Im Interview fordern Sie auch ganz klar, der Staat hat aufgerufen zu dieser Impfung und jetzt muss er auch die Konsequenzen tragen. Und das tut er in Ihren Augen nicht, ja? Ja, das tut er nicht. Da lässt er die Leute eben alleine. Ich meine, so massiv wie doch für die Impfung geworben wurde, ja, sagen wir es mal so, ja, dann ist das doch letztendlich auch mehr als recht und billig, dass dann in den vielleicht nicht so vielen Fällen, aber doch in den Menschenfällen, wo das passiert ist, eine Entschädigung kommt. Und dass, wenn ich als Bittsteller daherkommen muss, monatelang warten muss und dann doch eine Ablehnung bekommt. Ja, also das stellen sich die Menschen doch ganz anders vor. Und insofern kann ich hier nur appellieren, dass die Politik hier ihre Handhabung klar ändert. Herr Cesar Breller, ich wünsche all Ihren Patienten in erster Linie, dass ein Wunder geschieht und Sie wieder gesund werden, obwohl es wahrscheinlich schwere Fälle sind, wo das unwahrscheinlich ist. Aber es gibt ja medizinische Wunder. Und wenn das nicht geschieht, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie zumindest ein gerechtes Schicksal dahingehend haben, dass man Sie entschädigt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und bitte, ich empfehle es Ihnen wirklich von ganzem Herzen, schauen Sie sich das eigentliche Interview an. Es ist ausgesprochen spannend, leider auch schockierend, was Herr Cesar Breller erzählt, aber umso wichtiger ist es, sich damit auseinanderzusetzen. Einfach unten einmal kurz klicken, dann geht es zu Rampel oder zu Odyssee. Vielen herzlichen Dank, Herr Cesar Breller. Ja, gerne. Alles und Gute. Vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie diesen umständlichen Weg mitgehen, diesen Umweg über Rampel, aber es geht leider nicht anders. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, unterstützen Sie, wir kriegen keine GEZ-Milliarden und auch keine Werbemillionen vom Staat, leben nur von Ihrer Unterstützung. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, schauen Sie wieder rein. Ciao.